Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück hier auf der Prydwen, dem Mutterschiff der Stählernen Bruderschaft. Wir haben uns in der letzten Folge der Stählernen Bruderschaft angeschlossen, sind zum Ritter geschlagen worden und haben diese wunderbare Rüstung geschenkt bekommen. Und ich würde sagen, wenn wir die schon mal geschenkt bekommen, dann können wir die auch direkt mal anziehen, denn wir kriegen die ja sicherlich nicht umsonst geschenkt. Aber da wir uns jetzt der Crew hier vorstellen sollen, würde ich als allererstes mal ganz kurz ins Inventar gucken und zumindest meinen Helm abnehmen. Denn sonst, finde ich es komisch, mit den Leuten zu reden, wenn ich die ganze Zeit diesen Helm aufhab und mich als neuen Rekruten vorzustellen und die sehen mich nicht mal. Das ist irgendwie blöde. Deshalb würde ich sagen, wir stellen uns jetzt einfach mal den Leuten hier vor und fangen mit denen hier an. Ich beiße nicht, versprochen. Auch wenn sie mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Warum bist du da drin? Schön, dass du das fragst. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proctor Teagan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Ganz schön braun, der Gute. Wenn wir also die Kronkorken ausgehen, muss ich den Feind wohl mit bloßen Händen erschlagen. Auf dem Schiff liegen genug Munition und Ausrüstungsgegenstände herum. Da darfst du dich gerne bedienen. Gut zu wissen. Die Sachen hier bei mir sind spezialisierter und einzigartig. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich das? Bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Das Wenn ist du dir natürlich wissen. Einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Aha. Kronkorken nebenher, hm? Hört sich nicht nach offiziellen Angelegenheiten der Bruderschaft an. Nun, zum einen ja, zum anderen nein. Das ist kompliziert. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Alles klar. Interessant. Pflege deine Powerrüstung ordentlich, dann lässt sie dich nie im Stich. Dann würde ich sagen, stellen wir uns dem Rest der Crew vor. Wow. Keine Sorge. Man gewöhnt sich daran, unter riesigen Containern mit leicht entzündlichem Gas zu schlafen. Gut zu wissen. So, wen haben wir hier? Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Mach mal deine Brille sauber, Opa. Opa? Was meinst du damit? Oh, Augenblick. Schon verstanden. Du spielst damit auf mein Alter an. Schlau. Schreibe ich mir auf. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Offensichtlich nicht. Maxon wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. So sieht's aus. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Ja, ist klar. Frag doch einfach, ist gut. Frag doch einfach, wenn du meine Hilfe brauchst. Mir war nicht klar, dass dich das interessiert, Ritter. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Hm. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Ad Victoriam, Proctor. Wen haben wir hier? Einen richtigen Doktor. Ha. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Klar, nur zu. In Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage.
Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Wäre das dem Überwachungssystem von Vault-Tec nicht längst aufgefallen? Dem Überwachungssystem von Vault-Tec? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Ja, du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Ja, verstehst schon okay. Das sicher. Klar. Gut, zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Nö. Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Nun, da war dieses echt hässliche Mädchen im College. Ich meine, ich musste mich betrinken und das war eine Wette. Das entspricht wohl kaum den Kriterien. Ich trage einfach Nein ein. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Ehemaliger Mensch. Das ist mehr so eine Moralfrage, oder? Oh, absolut. Ich bin der Ansicht, dass der geistige Zustand der Besatzung so wichtig ist wie der körperliche. Jeder, der im Gefecht aufgrund fehlgeleiteter moralischer Werte beim Schießen zögert, ist nicht für die Bruderschaft geeignet. Also, wie steht es mit dir? Hättest du ein Problem damit? Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig ist, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wunderbar. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Super. So, wo haben wir denn noch Leute? Hier war doch irgendjemand, war doch hier noch, oder? Ich gehe erstmal wieder nach oben, da war ich ja noch nicht. Denk dran, wir repräsentieren hier die Bruderschaft. Machen wir sie stolz. Sie den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Schaff es. Okay, klar. Feuer! Wow. Bleibt alles zusammen? Glaub mir, das würdest du mitkriegen. Gut. Feuer! Okay, okay. Sieht alles gut aus. Und das Schiff ist auch nicht versenkt. Danke, Anwärter. Klar, jederzeit. Verzweifelst du, Bruder. Wir sind hier, um das Commonwealth zu retten. Bleib weg von wilden Ghoulen. Es sei denn, du möchtest dir die Strahlenkrankheit holen. Es gibt die Bruderschaft nee, danke. Und alles andere. Dazwischen gibt es nichts. Was haben wir hier noch? Weißt du, was eine 5 Kilo Kakerlake mit einem Auftriebsregulator macht? Kann's mir vorstellen. Komm mir nicht so. Soll das größte Kriegsschiff der Bruderschaft von Käfern erledigt werden? Ist ja schon gut. Erzähl nur Ingram nichts, okay? Gut. Aber es gibt einen Grund, warum man in der Nähe der Instrumente nicht essen darf. Was haben wir denn hier? Maxon was right. Weißt du? Bevor ich ins Commonwealth verfrachtet wurde, dachte ich, dass Ältester Lyons in ein paar Punkten durchaus recht hat. Bei der Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt ging es darum, den Menschen zu helfen. Aber dieser Einsatz hat mir jetzt die Augen geöffnet. Auf dem Flug hierher sind wir an vielen Städten vorbeigeflogen, mit den höchsten Gebäuden, die ich je gesehen habe. Einige fast so hoch, wie die Pridwin geflogen ist. Und wer nutzt sie jetzt noch? Mutanten. Freaks. Als ich diese Zerstörung sah, mehrere Dutzend Millionen Tote, ermordet durch entfesselte Technologie, war mir alles so klar. Ältester Maxon hat recht. Das Ödland muss gereinigt werden. Und es liegt an uns, das zu tun. Schluss jetzt mit der Plackerei. Ich will nur noch zum nächsten Wasserloch. Vorschiff. Das ist ja auch interessant hier oben. Aber so wie es scheint, habe ich mich ja... Nein, da unten ist noch jemand, dem ich mich vorstellen muss. Ich wollte gerade sagen, mich der ganzen Crew vorgestellt. Ach nee, das ist meine Truhe. Ha, Johns Lager. Na, nehme ich doch mal. Abgeschlossen, öffne deinen persönlichen Lagerbehälter. Wunderbar. Wir werden das Institut aufhalten. Für Maxon und für die Bruderschaft. Der Bruderschaft im Rücken werden wir niemals scheitern. Wenn du das Schön sagst. Schön zu sehen, dass du sicher aus dem Institut zurückgekehrt bist, Bruder.
Ich spring mal hier runter. Bumm. Wow, was haben wir denn hier unten noch? Das sieht ja auch interessant aus. Boah, krass, das sieht aus wie das... wie die Front. Oder die Rückseite vom Schiff, was auch immer. Oh, aber hier war ich noch nicht. So, das dürfte halten. Danke, Schwester. Wir müssten uns keine Sorgen machen, dass sie entkommen, wenn sie nicht auf dem Schiff wären. Bedenken zur Kenntnis genommen, Gelehrte. Richte Proktor Ingram meinen Dank dafür aus, dass ich dich ausleihen durfte. Du kannst dir die Exemplare gern ansehen, aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Du hast da ja eine beeindruckende Sammlung. Dankeschön. Die meisten Leute wissen nicht zu schätzen, was ich hier Wichtiges zu erreichen versuche. Ich stehe kurz davor herauszufinden, wie die Körper dieser Kreaturen sich an die Strahlung, die ihren Lebensraum kontaminiert, angepasst haben. Wenn ich den Code knacken kann, kann ich unsere Truppen mit einer Schutzverbindung ausstatten, die deutlich besser ist als Radax. Hört sich kompliziert an. Eigentlich ist es recht einfach. Weißt du, die ionisierende Strahlung, die nach dem großen Krieg zurückblieb, ist tödlich, weil sie den meisten Lebewesen Schaden auf Zellebene zufügt. Allerdings hat sich der Körper dieser Kreaturen nach mehreren Generationen angepasst und seine Gene so verändert, dass ein Zellverfall verhindert wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese genetische Neustrukturierung beschleunigt replizieren kann. Statt in Jahrzehnten kann ich sie in Augenblicken durchführen, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Hört sich gefährlich an, den genetischen Code anderer Leute zu verändern. Ist es auch. Deshalb ergreife ich Vorsichtsmaßnahmen und verändere den genetischen Code auch nicht auf Dauer. Ich würde dir gern eine Probe der Verbindung zeigen, aber leider hänge ich an einem Problem fest, das mich daran hindert, eine Probe zu synthetisieren. Die Exemplare, die ich bereits habe, können nur begrenzt Blut- und Genmaterial spenden. Wenn ich zu viel entnehme, sterben sie. Deshalb brauche ich zusätzliche Blutproben von den Kreaturen im Commonwealth. Hatte eigentlich nicht vor, als Märtyrer für die Wissenschaft zu sterben. Du musst nichts tun, was du nicht sonst auch getan hättest. Ich habe deinen Pip-Boy so modifiziert, dass er die Leiche jeder kürzlich getöteten Kreatur auswertet, die die passende Blutgruppe hat. Du musst dann nur noch geeignete Proben entnehmen und sie zu mir bringen. Hey, ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das für mich tust. Schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige in der Bruderschaft bin, die dem Fortschritt aufgeschlossen gegenübersteht. Alles klar. Blutproben, Blaupausen, Munition. Was soll ich denn noch alles sammeln? Hallo? Mutant. Uah. Oh, guck mal. Diese Wissenschaft wird gleich Augen machen. Der Zweck rechtfertigt die Mittel, wenn es darum geht, das Commonwealth zu befreien. So, so, der Zweck heiligt die Mittel. Naja. Dann schaue ich mal ganz kurz in den Pip-Boy, was wir jetzt noch für Aufgaben haben. Keine Gnade. Triff dich mit Ältester Maxen. Dann mache ich das doch glatt mal. Was haben wir hier noch? Dokumente und Blutproben. Alles klar. Wo finde ich denn den Ältesten Maxen? Ihr seid die Augen und Ohren der Bruderschaft. Ach so, das ist die eine Aufgabe. Klar, die habe ich jetzt gerade. Habt ihr die Pflicht, es sofort zu melden? Wir leben jetzt auf feindlichem Gebiet. Eure Wachsamkeit könnte über Leben und Tod entscheiden. Kindersoldaten. Verstanden? Ja, Sir. Ja, Sir. Gut. Ad Victoriam knappen. Ad Victoriam. Wegtreten. Ha, knappen. Ich glaube, es hakt. Tag. Sei gegrüßt, Ritter. Ich nehme doch nicht gleich die Waffe in die Hand, wenn ich mit dir rede. Ist ja gruselig. Du solltest dranbleiben. Deine Instinkte scheinen ziemlich gut zu sein. Dann schaue ich doch mal, dass ich Ältesten Maxen nochmal finde. Wo soll der denn hier eigentlich sein? Ach übrigens, gute Nachrichten. Die Karte funktioniert wieder, wie ihr sehen könnt. Ich habe keine Berge mehr, sondern endlich wieder vernünftige Questmarker. Aber ich muss mal kurz in die lokale Karte gucken. Wow. Geeignete Blutproben finden. Ah, da steht nichts. Würde ich sagen, gehen wir doch am Ende da runter hier. Dokumente finden. Aufs Kommandodeck und gucken mal, ob der älteste Maxen da noch ist. Oder soll ich den jetzt irgendwie außerhalb des Schiffes treffen? Also hier ist er nicht mehr.
Ich gehe mal nach draußen. Oder ist hier unten noch irgendjemand, den ich noch nicht kennengelernt habe? Nee, da ist nur noch der Typ. Nun, jetzt hast du dir die Pridvin ja angesehen. Was meinst du, Ritter? Wie kam die Pridvin zu ihrem Namen? Ältester Maxon sagt, dass er den Namen aus einer historischen Legende hat. Darin geht es um einen Mann, dessen Schicksal es war, König zu werden. Und um sein Bestreben, sein Volk von Tyrannei und Unterdrückung zu befreien. Erscheint mir passend für ein derart bemerkenswertes Schiff, findest du nicht? Bisschen philosophisch, hä? Süß. Dieses Schiff ein Boot zu nennen, beleidigt ihr edles Erbe. Die hellsten Köpfe der Bruderschaft haben mehr als 2 Jahre gebraucht, sie zu planen. Und doppelt so lange, sie zu bauen. Aha. Gut investierte Zeit, würde ich sagen. In der Tat. Mit der Pridvin in unserem Arsenal können wir unsere gesamte Division mobilisieren und sie an jeden Ort schicken, an dem ältester Maxon sie braucht. Dank ihrer Anwesenheit im Commonwealth ist garantiert, dass unser Einsatz gegen das Institut siegreich enden wird. Ja. Hat die Bruderschaft je zuvor Luftschiffe gebaut? Vor langer Zeit wurden weniger fortschrittliche Varianten dieses Schiffs an der Westküste gebaut. Die historischen Aufzeichnungen über ihren aktuellen Status sind strittig, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie zerstört wurden. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass dein Rundgang durch die Pridvin dir geholfen hat, dich an unser Leben hier oben zu gewöhnen. Du wirst sehen, je vertrauter du mit ihren Fähigkeiten und ihrer Besatzung bist, desto länger hältst du als Mitglied der Bruderschaft durch. Das wäre alles, Ritter. Na, dann, Captain Kells. So, bist du bereit, Kate? Für dich besorge ich irgendwann auch noch so eine schicke Rüstung. Von 3%. Empfehle Schubanpassung. Rückmeldung der Kontrollsysteme durchgehend im normalen Bereich. Dann, oh, Stimpak right away und klares Wasser. Da oben komme ich gerade her. Dann, gehen wir mal wieder raus, würde ich sagen, aufs Flugdeck. Und gucken mal, wo ältester Maxon denn jetzt abgeblieben ist. Vielleicht ist der ja auch irgendwo hier draußen. Ach, und diese heroische Musik im Hintergrund, herrlich. Maxon mag barmherzig werden, aber ich kann dir versichern, dass das Institut seinen Zorn spüren wird. Wow, jetzt sind wir aber in einem echt guten Gewittersturm hier unterwegs. So, wo ist denn der Älteste? Ist der hier noch irgendwo? Ich guck mal ganz kurz auf die Karte, ob es mittlerweile wieder auf der Karte ist. Triff dich mit ältester Maxon. Da vorne steht er. Wunderbar. Boah, das hier mitten in diesem radioaktiven Sturm. Na gut. Jetzt, da Sie die Crew der Pridvin kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Was für eine Art von Mission sprechen wir hier? Die Art Mission, bei der sich Ihr Training endlich bezahlt macht. Dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort himmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem sitzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug gebrauchen können. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Alles klar. Supermutanten? Ich dachte, das Institut wäre der Feind. Supermutanten sind nicht besser als uns. Sie erinnern uns stets daran, dass Technologie mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Ganz egal, ob man mit Hilfe der Biochemie Gene manipuliert oder aus ein paar Schaltkreisen Leben erschafft. Diese Art von Wissenschaft ist falsch. Als Mitglieder der Bruderschaft ist es unsere Pflicht, solche Abscheulichkeiten zu beseitigen. Gleich in welcher Form sie auftauchen. Ich kann also darauf zählen, dass Sie den Job erledigen? Ja, ja. Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Weißt du, ich fange langsam fast an, diese Bruderschaftstypen zu mögen. Wir haben ein Wörtchen für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. Alles klar, boah. Ich kann es auf jeden Fall fast erahnen, was er gemeint hat, mit, wo die Supermutanten sind. Immerhin sieht man jetzt mal ein kleines bisschen was hier.
Ah, und der Himmel klart wieder auf. Herrlich. Dann gehen wir mal in den Vertibird und ja, fahren runter, würde ich sagen. Zu den Supermutanten. Boah, der Ausblick von hier oben ist auf jeden Fall krass geil. Oder? Also, ich finde, das hat was. So. Hier soll ich rein, ja? Na dann.